Hallöchen, ihr Lieben. Es geht gleich los mit unserem allerersten Video über das Thema Hausbau. Ihr habt uns ja Fragen hinterlassen und die werden wir euch gleich beantworten. Also bleibt dran. Bis gleich. Sehen können, sind wir schon fleißig dabei, das Video zu schneiden. Der Felix bemüht sich hier schon, gar nicht so einfach mit dem System. Gell? Oder? Es ist endlich soweit und wir möchten jetzt gerne die Fragen, die ihr uns gestellt habt, auf Instagram zu dem Thema Hausbau hier in unserem allerersten Video beantworten. Genau. Dann legen wir doch gleich mal los. Wie kam es denn zu dem Thema Hausbau und warum möchtet ihr jetzt eigentlich aus eurer Wohnung raus? Soll ich starten? Ja, start mal du. Gut, also für die Entscheidung, aus der Wohnung rauszugehen, gibt es im Wesentlichen eigentlich zwei Gründe, würde ich mal sagen. Also Grund 1 ist, dass wir jetzt seit 2 Jahren in einem Mietverhältnis hier wohnen und einfach gedacht haben, es wäre jetzt mal an der Zeit, in was Eigenes zu investieren, in die eigene Zukunft. In ein Objekt, genau, das einem später dann auch mal gehört. Das ist eigentlich Punkt 1, also wie gesagt, der Invest in die eigene Zukunft. Und Punkt 2 ist eigentlich der, dass ich sage, die Wohnung war jetzt im Endeffekt schon so eine kleine Beziehungsprobe, also unsere erste gemeinsame Wohnung, in der wir seit 2 Jahren leben, hat funktioniert. Haken dran? Ja. Haken, Ampel grün. Und viele Leute haben natürlich auch schon gesagt, wer jetzt so ein Projekt wie ein Hausbau übersteht oder das dann auch noch irgendwie durchmacht, der ist dann auch für die Zukunft gewappnet. Ja, dann könnte man eigentlich auch die anderen Schritte eventuell auch einleiten. Baby Felix vielleicht. Mini-Katrin. Oder heiraten, mal schauen. Wir machen es andersrum, wir fangen hinten an, wir bauen auch schon mal das Haus. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Okay, wenn ich die jetzt hier schon sehe, muss ich auch schon schmunzeln, denn die Frage kam ziemlich oft. Ist eure Wohnung dann zu vermieten? Ja. Ja, sie wird dann zu vermieten sein, sobald es dann soweit ist. Aber wir sind ja hier nur Mieter, das heißt, wer letzten Endes in die Wohnung einzieht, bestimmt natürlich der Vermieter. Auch alles Weitere macht dann der Vermieter mit euch. Was wir anbieten könnten, würde ich sagen, ist auf jeden Fall mal den Kontakt herzustellen, wenn es dann soweit ist, wenn wir hier ausziehen. Genau. Zwischen euch und dem Vermieter, ihr könnt die Wohnung dann mal anschauen kommen, ihr könnt den Vermieter dann mal kennenlernen. Und dann wird man sich eventuell einig und ihr seid die Glücklichen, die dann hier einziehen. Genau. Aber krass, gell, dass die Wohnung so gut ankommt bei den Leuten, oder? Also es freut mich auch wirklich total. Muss ich schon sagen, obwohl, also es haben auch viele geschrieben, die hier nicht mal vom Umkreis sind. Die möchten hier gerne herziehen, okay, why not? Aber schon schön. Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, klar, Wohnung wird frei. Wie, was, Formalien und so weiter, kommt mit dann Vermieter noch. Dann. Mit Vermieter. Ja, genau. So, zur nächsten Frage. Auch sehr interessant. Wird es ein Fertighaus? Oder ein Massivhaus. Und es wird ein Massivhaus. Du darfst noch was dazu sagen. Und ein Energieeffizienzhaus. Genau, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir bauen nämlich mit der KfW-Bank zusammen ein Energieeffizienzhaus. Das Thema ist so umfangreich und so komplex, dass ich mindestens noch ein, vielleicht auch 2 separate Videos dazu machen möchte. Es gibt diverse Umweltregularien in Sachen Nachhaltigkeit, Energiegewinnung und so weiter, die ihr einhalten müsst, um diesen KfW-Kredit in Anspruch zu nehmen. Sehr, sehr spannendes Thema, sehr, sehr informativ. Umfangreich. Das heißt, und das möchten wir dann gerne nochmal in einem extra Video. Genau, auf jeden Fall. Also Antwort ist klar, es wird ein Massivhaus, es wird sogar ein Energieeffizienzhaus. Genau. So, die nächste Frage, die ist sehr umfangreich. Was für ein Hausstil wollt ihr bauen? Sie ist sogar sehr offen gestaltet. Also eine sehr, sehr offene Frage. Okay, ich fange mal außen an, ich bin jetzt kein Architekt, aber ich vermute mal, dass ihr drauf raus wollt, wie das Haus aussieht.
Also außen ist es relativ schlicht, relativ unauffällig eigentlich. Wir bauen ein Satteldach mit zwei Dachgauben. Das ist eigentlich die häufigste Form von einem Dach. Ja, ist das, so. Genau, ja, ist das Übliche. Mhm. Wir haben eine Garage mit dabei. Wir sind von außen, glaube ich, relativ unauffällig, relativ schlicht. Dachgauben? Ja, habe ich schon gesagt. Ach so, und dann gehen wir mal ins Innere. Genau. Es wird sehr offen werden. Das liegt uns beide sehr am Herzen. Wir lieben das, wenn alles offen ist und nicht unbedingt überall Türen sind. Also auch die Küche, Ess- und Esszimmer, Wohnzimmer wird alles offen sein. Wir werden eine Galerie. Ja, also sehr, sehr hell, sehr viel Licht, viel Glas. Schöne offene Treppe. Offene Küche. Genau. Große Fenster. Mhm. Wir bauen noch einen Keller. Vielleicht kann man das allgemein zum Hausstil, ob das zum Hausstil zählt. Ja, wie gesagt, wir hoffen, dass wir diese Frage Hausstil einigermaßen beantworten können. Genau. Natürlich seht ihr das dann noch, wenn das Haus dann Form annimmt oder wenn wir mal eine 3D-Ansicht von einem Bauplan oder von einem Haus mal zeigen. Aber ich denke, die Frage ist damit beantwortet, oder? Haken. So, die nächste Frage. Baut ihr mit einem Architekt oder wird es ein Fertighaus? Die Frage können wir eigentlich ganz schnell beantworten. Wir bauen mit einem Architekt. Warum? Weil es der Papa ist vom Felix. Genau. Ja, war, wenn du uns hier siehst, hi schon mal. Und auch schon mal vielen Dank für deinen Input und deinen Support. Ja, wer mich kennt oder wer uns kennt, der weiß, dass mein Papa eben seit vielen, vielen Jahren ein Architekturbüro hat, das Ding hier mit uns durchzieht, wofür ich ihm auch jetzt schon unendlich dankbar bin. Wir bauen es mit ihm, es wird kein Fertighaus, es wird nämlich so sein, dass er dann quasi nach Abschluss des Baubesuchs, nach dem grünen Stempel, dann die Gewerke separat anfragt. Das heißt, er schaut mal hier nach einem Maurer, hier nach einem Dachdecker, hier nach einem Fensterbauer, hier nach einem Bodenmensch, hier nach einem Heizung- und Sanitärmensch. Und es wird quasi sukzessive dann über ihn gesteuert und ja, nicht schlüsselfertig, nicht Fertighaus, nicht fremder Bauträger, fremde Baufirma, sondern alles über uns und den Architekten. Genau. Können wir abhaken, oder? Können wir abhaken. Genau. So, oh, jetzt kommt eine Frage. Die kam ganz, ganz, ganz oft. Also, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Also, wie viel Quadratmeter hat euer Grundstück und wie groß wird euer Haus? Möchtest du sagen? Mach du Grundstück oder ich Haus? Nee, also das Grundstück hat ca. 4a. Also 400 Quadratmeter. Genau. Und das Haus wird ungefähr eine Wohnfläche haben, abzüglich Dachschräge und Verkehrsflächen von ungefähr 300 Quadratmeter. Ich denke, das wird uns dann reichen. Ja, das reicht auf jeden Fall für zwei Jagdhunde. Oh, eine Katze, haben wir noch mehr? Schauen wir mal noch. 10 Kinder. Ja. Gut. So, Dele. Und dann noch die letzte Frage. Wo baut ihr denn genau, Katrin? Kam sehr oft. Wo baut ihr? Ja, also uns ist sehr wichtig, dass wir das eigentlich schon weiterhin sehr privat halten möchten. Wir können euch sagen, dass es im Raum Biedekheim-Bissingen gebaut wird, das Haus, und das Grundstück sich dort befindet. Genau. Genaue Straße, Hausnummer braucht ihr nicht. Die uns kennen, wissen das eh, die dürfen das auch wissen. Mhm. Aber das komplette World Wide Web muss jetzt nicht hier genau wissen, wo sie zu klingeln haben, wenn sie es mal live sehen wollen. Ja, Biedekheim-Bissingen, meine alte Heimatstadt, wie gesagt, wir können wieder zurück, freuen uns darauf. Und ist die Frage eigentlich auch schon beantwortet? Ja. Wahnsinn, sind wir schon durch? Ja, wir sind jetzt wirklich schon durch. Wir haben uns auch die wichtigsten Fragen notiert. Wir können ja nicht alles beantworten. Und so ein bisschen gefiltert. Wir könnten vielleicht noch sagen, dass wenn wir eine wichtige Frage vergessen haben sollten und die unbedingt noch was dann beantwortet haben. Schreibt uns bitte. Ihr wisst, das ist jetzt unser neuer YouTube-Kanal zum Thema Hausbau. Und ihr dürft uns natürlich weiterhin auch auf meinem Instagram-Account folgen, der allabout-katrin heißt. Schaut gerne rein, wir werden da auch sehr viel in den Stories euch zeigen. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon zu unserem allerersten Video. Wir hoffen, ihr schaltet weiterhin ein und abonniert uns fleißig. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, ciao.